Kreditvergabe, Restriktionen, EZB-Bankenaufsicht warnt vor steigendem Kreditausfallrisiko. Unsicherheit im Bankensektor könnte konjunkturellen Aufschwung gefährden. Laut verschiedener Medienberichte sind die Finanzmärkte trotz ihrer Beruhigung weiterhin beunruhigt, da Banken bei der Kreditvergabe möglicherweise zurückhaltender sein könnten. Die EZB-Bankenaufsicht warnt zudem vor einem steigenden Kreditausfallrisiko. Marktbeobachter wie die Analysten der DZ-Bank, dem Zentralinstitut der Genossenschaftsbanken, sehen noch immer viel Unruhe im Finanzsystem. Sie verweisen auf das jüngste ZEW-Konjunkturbarometer, das bis Februar fünfmal in Folge gestiegene Konjunkturerwartungen unter Finanzmarktexperten zeigt. Nun sorgt der Stress im Bankensystem für einen deutlichen Dämpfer, so die DZ-Bank-Analysten. Sie betonen jedoch, dass bisher keine Auswirkungen auf deutsche Banken oder Geldhäuser des Euroraums zu erkennen sind. Die aktuelle Situation zeigt allerdings, dass eine anhaltende Unsicherheit im Bankensektor neben der hohen Inflation und den gestiegenen Zinsen den konjunkturellen Aufschwung behindern könnte. Experten befürchten den sogenannten Credit Crunch und negative Auswirkungen auf die Wirtschaft. Wenn Banken bei der Kreditvergabe vorsichtiger werden, könnte dies letztendlich der Wirtschaft schaden. Viele Banker halten die Sorge vor einer Beeinträchtigung der Konjunktur für berechtigt. Dabei geht es weniger um die Angst vor weiteren Bankenschieflagen, sondern vielmehr um die Frage, ob Banken diesseits und jenseits des Atlantiks nun noch restriktiver bei der Kreditvergabe vorgehen. Man spricht von der Angst vor einem Credit Crunch, also einer unzureichenden Kreditvergabe der Banken an Unternehmen und Privathaushalten. Laut verschiedenen Instituten ist dies bei den Banken selbst derzeit kein Thema. Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, der stellvertretend für alle Bankenvorstände als deutsche Kreditwirtschaft antwortet, erklärt jedoch, dass sich die Kreditvergabestandards bei Firmenkundenkrediten seit Herbst 2022 verschärft haben. Die Banken nennen vor allem die schwierige konjunkturelle Situation und Branchenentwicklung bei den Kunden als Gründe. Auch bei Krediten an private Haushalte haben sich die Kreditvergabestandards verschärft, während die Kreditnachfrage der privaten Haushalte deutlich zurückgegangen ist. Verstärkte Kreditvergabestandards und rückläufige Kreditnachfrage bei privaten Haushalten könnte auch auf die gestiegenen Refinanzierungskosten infolge der Zinswende zurückzuführen sein, so die deutsche Kreditwirtschaft. Die Commerzbank hat im Februar angekündigt, dass sie in diesem Jahr mit einem leichten Rückgang des Kreditvolumens rechnet, was wir etwa mit der Abkühlung des Baufinanzierungsgeschäfts infolge der steigenden Zinsen zusammenhängt. Insgesamt geht die Commerzbank jedoch davon aus, dass sie von den höheren Zinsen profitieren und ihr Zinsüberschuss in diesem Jahr steigen wird. Schön für die Commerzbank, schön für die Banken. Ja, danke schön, dass Sie reingeschaltet haben. Über ein Like, ein Kommentar, wie sehen Sie die Entwicklung? Wird es mehr Schieflagen geben bei Unternehmen, bei Banken? Würde mich sehr interessieren, wie Ihre Meinung dazu ist. Auch über ein Abo würde ich mich sehr freuen. Das ist generell kostenlos hier bei YouTube. Also nutzen Sie die Chance. Dankeschön, dass Sie reingeschaltet haben. Bleiben Sie gesund und erfolgreich. Bis zum nächsten Video auf diesem Kanal.